Komm, für die alten Herren. Bitteschön. Danke, junger Mann. Hallo Leipi, hallo Eddie. Herzlich willkommen zu unserem Saisonfinale von 1 gegen 1. In unserem heutigen Duell wollen wir euer Faktenwissen rund um die Profis testen. Wir stellen euch 10 Fragen. Wer die meisten richtig beantwortet, hat gewonnen. Seid ihr bereit? Los geht's! Frage Nummer 1. Sissi war in dieser Saison der schnellste Spieler der Liga. Mit welcher Geschwindigkeit ist er geblitzt worden? 36,58. Das ist vollkommen korrekt. Der erste Punkt geht an Robert. Wer sich die Statistik anguckt. Hättest du es auch gewusst? Ich hatte 36,57 gesagt. Aber. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Frage 2. An welchem Spieltag hat Ron Schallenberg die 300-Kilometer-Marke geknackt? Drück einfach mal. 27. Spieltag. Die Frage ist nicht korrekt. Entschuldigung, die Antwort. Die Frage war auch nicht korrekt. Ich glaube, Hartl hat die Meister jetzt mit 312. Dann müsste Ron jetzt gegen Bielefeld die 300-Kilometer-Marke überschritten haben. Und das war welcher Spieltag? Der 33. Auch diese Antwort ist falsch. Die richtige Antwort lautet der 28. Spieltag. Kommen wir zur dritten Frage. Welche beiden Spieler haben in dieser Saison die meisten Torschüsse für unseren SCP 07 abgegeben? Möchtest du zuerst? Ja. Flo Muslia und Robert Leipert. Das ist leider nicht korrekt. Robert, möchtest du die Frage übernehmen? Ja. Florent Muslia und Julian Justwa. Das ist korrekt, somit geht der Punkt an Robert. Kommen wir zur vierten Frage. Noch nie hat eine Mannschaft des SCP 07 so häufig auf das Tor geschossen wie im Heimspiel gegen Hansa Rostock. Wie viele Torschüsse gab unsere Mannschaft in diesem Spiel ab? Nach dem Spiel habe ich es gewusst, aber ja, das haben wir nämlich jedem erzählt nach dem Spiel, wie viele es waren. Aber 35. Die Antwort ist leider falsch. Eddie, möchtest du übernehmen? Kein Druck, Mann. Gar kein Druck, gar kein Druck. Ja, keine Ahnung. 42. Nein, das ist auch falsch. Es waren insgesamt 29 Torschüsse. Es waren auf jeden Fall mehr. Ja, es waren auf jeden Fall mehr. Kommen wir zu Frage 5. Unsere Mannschaft beging in dieser Saison die wenigsten Fouls am Gegner. Wie viele waren es im Schnitt pro Spiel? Jetzt musst du auch mal zuerst falsch antworten. Ich sag 9. Leider nicht korrekt, Robert. Eddie, möchtest du die Frage übernehmen? Mehr als verlieren kann ich ja nicht. 7. Auch das ist leider falsch. Die richtige Antwort lautet 10. Fouls im Schnitt pro Spiel. Welcher Spieler liegt in der Sprintwertung innerhalb der Mannschaft vorne? Julian Justo. Leider falsch. Ach, Mann. Wäre auch tatsächlich einer von meinen 3 gewesen, die ich im Kopf hatte. Andere kommen halt gar nicht auf das Tempo. Dann sage ich trotzdem Sissi. Leider auch nicht korrekt. Der richtige Spieler wäre Raphael Obermeier gewesen. 688 Sprints bis zum 33. Spieltag. Welcher Spieler hat die meisten Kilometer im Sprint zurückgelegt? Kilometer im Sprint. Sölot Conte. Das ist vollkommen korrekt und dieser Punkt geht damit an Robert Leipertz. Du kannst so gerne warten, kein Problem. Also ich will jetzt sagen, es sind noch 3 Fragen, es steht 3-0. Ja, gut. Wird eng. Da hast du vollkommen recht, Robert. Es gibt noch 3 Fragen und du führst momentan mit 3-0. Hoch werde ich es nicht mehr gewinnen. Eddie, vielleicht ist das eine Frage für dich. Welcher Spieler hatte die beste Passquote? Ron Schallenberg. Das ist leider falsch. Jannis Heuer. Auch das ist leider falsch. Die richtige Antwort wäre Kai Kleefisch gewesen mit 92,8%. Gut, ob das so stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Vorletzte Frage. Welcher Spieler hatte in der abgelaufenen Saison die meisten Ballkontakte?
Eddie. Das war aber heuer. Nein, das ist leider falsch. Ich bin so schlecht, ey. Mein ja. Ist das schlecht. Ja, ist ja, halt ja schon ein Innenverteidiger, ne? Ja, es muss halt, spielen sie ja nur den Ball hin und her. Kommen die schon häufig am Ball. Komm. Marcel Hoffmeier. Vollkommen korrekt, Robert. Der Punkt geht an dich. Ja, aber das kannst du nicht lernen. Das waren schon beide meine Tipps vorher, aber ja, gut. Ja, ist immer leichter nachher. Ja. Ron hat natürlich auch wenig Ballkontakte. Kommen wir zur letzten Frage und zum eventuellen Ehrenpunkt für Eddie. Welcher Spieler hat die meisten Zweikämpfe bestritten? Komm, ich lass dir den Ehrenpunkt, wenn du möchtest. Ich drück nicht. Also, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ja, besser wird es eh nicht mehr. Rett dich jetzt, oder? Ja, okay. Da dann aber der Ron. Leider falsch. Robert, möchtest du noch eine Antwort abgeben? Und das 5-0 reinmachen? Ja. Julian Justwan. Das ist vollkommen korrekt. Glückwunsch. Du kannst es nicht lernen, Junge. Geht an Robert Leipertz. Damit sind wir am Ende angekommen und unser glücklicher Gewinner am heutigen Tage bei diesem Spiel, Robert Leipertz, herzlichen Glückwunsch. Aber Eddie, bei uns sind alle Gewinner. Deswegen hast du jetzt gewonnen, die Abmoderation an unsere Fans zu machen. Hier ist die Kamera, Bühne frei für dich. Liebe Fans, vielen Dank für eure Unterstützung in dem Jahr und auch fürs Zugucken, auch wenn das hier nur schwer erträglich war gerade. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder in alter Frische und beim nächsten Saisonquiz gewinne ich dann. Aber gegen anderen als Leipi, weil der ist zu stark. Ciao. Bis nächste Saison.